Mittelfranken, das sind Bratwürste, Bier, jahrhundertelange Traditionen. Das sind aber auch Unternehmen, die mit virtueller Realität und künstlicher Intelligenz den Weg in die Zukunft gehen. Eines dieser Unternehmen ist Blickwinkeltour. Seit 2 Jahren bieten sie Führungen am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg an, mit VR-Brillen. Softwareentwickler Art Petto hat das Unternehmen 2018 mit seinem Geschäftspartner gegründet und stand damals vor einigen Herausforderungen. Die größte Herausforderung, die wir schon gesehen haben, die wir auch zu Beginn proaktiv bearbeitet haben, war, wie behandeln wir die Thematik, also das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Und da sind wir proaktiv in den Dialog gegangen mit eben Geschichte für alle und dem Dokuzentrum Nürnberg, bevor wir überhaupt irgendwas angefangen haben. Und dann gab es eigentlich, sage ich mal, in der Ausarbeitung nicht so viele Herausforderungen, technischer Natur schon eher noch, weil die größte Herausforderung war es, wir haben jetzt getestet, bis zu 50 Geräte synchron quasi steuern zu können über ein Tablet, was der Guide in der Hand hält. Da haben wir viel Hirnschmalz reingesteckt. Unterstützung bekam Art Petto damals vom XR Hub in Nürnberg. Das Netzwerk hat Blickwinkeltour eine Plattform gegeben, ihr Angebot bekannter zu machen. Über 40 Unternehmen in der Metropolregion sind Teil des XR Hubs, das vom Freistaat gefördert wird und unter anderem von der IHK Nürnberg für Mittelfranken ins Leben gerufen wurde. XR ist die Kurzform für Extended Reality. Extended Reality auf Deutsch übersetzt erweiterte Realität, aber es ist quasi ein Sammelbegriff für alle Technologien, die da zusammengefasst sind. Dazu gehört VR, also Virtual Reality, virtuelle Realität, AR, Augmented Reality. Unsere Aufgabe ist es quasi, alle Akteure in der Metropolregion zusammenzubringen, die irgendwie mit Extended Reality arbeiten, sei es jetzt direkt oder indirekt. Aber dieser Bereich, also XR, verändert ja die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren. Und daher gibt es diese Akteure halt in vielen, vielen Branchen. Es ist sehr weitläufig, also von der Industrie bis zur Medizintechnik bis zur historischen Führung ist da halt eigentlich alles vertreten. Viele der Unternehmen kamen am XR-Day der IHK Nürnberg für Mittelfranken im Rahmen des Digitalfestivals zusammen. Dabei wurde klar, die Digitalisierung samt aller neuen Technologien bietet viele Vorteile für die Wirtschaft in der Region. Vom Marktzugang, also einfach, dass sie ihre Produkte dann weltweit und nicht nur ortsgebunden verkaufen können durch die digitale Angebot, aber auch die Infrastruktur, Kosteneffizienz, es können Arbeitsschritte digitalisiert werden, automatisiert werden. Man kann ganze Ausbildungen jetzt eben digital, im digitalen Raum, also Risikomanagement, es müssen keine ganzen Anlagen gestoppt werden, um neue Teile einzubauen. Man kann es digital vorplanen, man kann es Probe laufen lassen, gucken, ob alles passt, gucken, ob alles ergonomisch ist. Also es gibt eine ganz große Vielzahl an Vorteilen. Für Luca Kraus steht fest, der Digitalstandort Mittelfranken hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Luft nach oben gibt es trotzdem, vor allem bei der Infrastruktur. Es braucht schnelleren Glasfaser- und 5G-Ausbau, außerdem mehr Fachkräfte. Außerdem gibt es durch die zunehmende Digitalisierung auch neue Herausforderungen und Gefahren. Je mehr digitalisiert wird, desto schwieriger wird es ja auch mit dem Datenschutz. Also Datenschutzgrundverordnung ist auch immer ein großes Stichwort. Man muss natürlich noch mehr Informationen online stellen, das noch mehr füttern, auch viel mehr persönliche Daten. Da sehe ich eine Gefahr. Gleichzeitig auch ein bisschen mit der, wie sagt man das, der digitalen Inklusion. Es gibt Firmen, es gibt Leute, die vielleicht digital noch nicht so auf dem neuesten Stand sind. Diese werden halt dann noch weiter ausgegrenzt. Muss man gucken, ob man die noch an Bord holen kann oder ob es für die andere Lösung gibt. Für Art Petto ist die Digitalisierung bereits das tägliche Geschäft. Er sieht vor allem die Vorteile für sein Unternehmen, wenn die Technologien sinnvoll eingesetzt werden. Die Vorteile finde ich einfach, dass das Vorstellungsvermögen so eine Art Boost erfährt. Also wir haben bei unseren Touren den Fall, dass unabhängig des Vorstellungsvermögens der Teilnehmenden einfach sie alle einheitlich ein Bild visualisiert bekommen, in das sie eintauchen können, das sie erfahren können, ohne ein Foto anzugucken und sich dann quasi gedanklich zu projizieren, so in etwa hätte es irgendwie ausgesehen. Also gerade der visuelle Faktor und dieses Lernen durch Erleben, durch Erfahren, das ist somit der größte Punkt. Die Nürnberger NS-Geschichte in Kombination mit virtueller Realität. Art Petto ist der Beweis, dass es funktioniert, Vergangenheit und Zukunft zu verbinden.